Das erste Rezept ist ein Bananeneis oder ein Bananensmoothie und wir benötigen dafür Cashews, Kokosblütenzucker, Kokosmilch, Kakao, Karob und gefrorene Bananen. Die genauen Angaben seht ihr übrigens alle in der Infobox oder auf meinem Channel, wenn ich meine Frühstücksvideos splitte. Das Rezept ist ganz leicht. Als allererstes kommen die Bananen in den Mixer. Ich habe hier den Personal Blender. Kokosblütenzucker dazu, Cashews dazu, Kakao, Kokosmilch, ein bisschen Wasser. Und das Ganze dann pürieren. Und wenn ihr das dann fertig püriert habt, je nach Konsistenz, könnt ihr das dann als Bananeneis oder als Smoothie servieren. Als nächstes machen wir einen Schichtjoghurt. Dafür braucht ihr ganz wenige Zutaten. Ihr braucht Sojajoghurt, Himbeeren, zum Beispiel gefrorene Himbeeren, irgendein Müsli oder Haferflocken, Datteln und ein Einmachglas ist ganz wichtig. Zuallererst kommen die entkernten Datteln in den Mixer. Ich empfehle euch übrigens Medjool-Datteln, die sind total süß und geben total leckeren Geschmack. Dann kommt etwa die Hälfte des Sojajoghurts, vielleicht sogar nur 200 Milliliter, in das Gefäß rein. Und das Ganze wird erstmal schön durchgemixt. Das gibt übrigens dem Joghurt einfach den süßen Geschmack. Dann brauchen wir auch schon unser Einmachglas. Wir beginnen erstmal mit Joghurt. Dann folgt das Müsli, Himbeeren, dann wieder Joghurt, Haferflocken, Himbeeren und so weiter und so fort. Und die letzte Schicht bei mir bildet der Joghurt und ein paar Himbeeren. Und dann ist es schon fertig und am besten kühl lagern und ihr könnt es dann am nächsten Morgen gleich zur Schule mitnehmen oder wie auch immer. Jetzt kommt eine ziemlich simple Idee und zwar geht es einfach darum, wie man sich schnell ein Brötchen schmieren kann, das vegan ist, also mit einem leckeren veganen Aufstrich und Belag. Ich verwende hier meinen Lieblingsfrischkäse, den Sojananda-Frischkäse ohne Milch und irgendwelche tierischen Bestandteile. Der schmeckt auch wirklich wie Frischkäse. Tomaten, ein bisschen Schnittlauch und Petersilie und belegt mein Brötchen einfach damit. Und das letzte Rezept ist extrem lecker, aber dafür ein bisschen zeitaufwendig. Könnt ihr aber gerne auch am Abend davor oder zwei Abende davor sogar zubereiten. Hält sich nämlich sehr gut im Kühlschrank. Wir machen hier eine Alternative zum Rührei. Wird auch öfter mal Rührtofu genannt. Lasst euch einfach mal überraschen. Wir brauchen dafür normalen Tofu, Seidentofu. Dann brauchen wir Kalanamak-Salz. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine Art schwefeliges Salz, was wirklich so einen Geschmack nach faulen Eiern gibt. Und das ist auch der Grund, warum man dann eben Tofu benutzt, weil Tofu nimmt den Geschmack von den Gewürzen an, die man verwendet. Und deshalb benutzen wir hier Kalanamak-Salz. Dann brauchen wir noch etwas Hafersahne oder Hafermilch oder irgendeine pflanzliche Milch, eine halbe Paprika, ein bisschen Petersilie und wenn ihr möchtet auch Frühlingszwiebeln. Als erstes kommt der Tofu und der Seidentofu in ein Gefäß und ihr drückt ihn richtig, richtig, richtig klein und zermatscht ihn, bis er ungefähr diese Konsistenz hat. Danach schnippeln wir die Paprika klein und rupfen die Petersilie ab oder wie auch immer, ihr könnt sie auch gerne hacken. Anschließend erhitzt ihr etwas Öl in einer Pfanne. Sobald das Öl heiß ist, kommt dann der Tofu rein. Ich wollte euch noch ganz kurz diese Gewürzmischung hier empfehlen, Scrambled Tofu von Vitam. Die enthält auch dieses Kalanamak-Salz und noch ein paar andere Gewürze, die ziemlich gut dazu passen. Wir brauchen Kurkuma, das Kalanamak-Salz. Ich hatte übrigens nur Himalaya-Salz da und nicht Kalanamak-Salz. Und dann wird das alles gut angedünstet bei mittlerer Hitze. Nach 5 Minuten kommen dann in etwa die Frühlingszwiebeln dazu. 2 Minuten später die Paprika. Und das war's auch schon. Insgesamt war das gefakte Rührei bei mir ungefähr 15 Minuten in der Pfanne. Und wenn ihr jetzt Lust habt, könnt ihr gerne mal auf meinem Channel vorbeigucken. Wenn ihr Lust habt, noch mehr über gesunde Ernährung zu erfahren, dann klickt doch mal auf Lidebi. Ich habe euch den Namen in die Infobox gepackt und würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Bis dann!